Ja, ihr seht mich vollkommen fassungslos. Ich bin sozusagen von der Realität überrollt. Seht ihr das hier? Seht ihr, dass da kein DT steht, sondern Langschwert, wie es sich gehört? Seit über 10 Jahren bin ich bei YouTube unterwegs als Langschwert-Ditte, also mit DT. Das könnte hier irgendwo, ja, wenn ich Konto wechseln, ne? Da, Langschwerdete. Über 5000 Abonnenten und ja, es müssen an die 1000 Videos inzwischen sein. Ja, ihr seht, ich habe noch ein paar Kanäle mehr. Und heute habe ich mal einfach so rumgeguckt, ob ich nicht als @Langschwert irgendwie was werden kann. Nee, geht nicht, ist nicht zugelassen. Und aus purer Frechheit habe ich mal versucht, Langschwert. Ganz normal, Langschwert. Und der Kanal ist frei. Und ich habe ihn mir sofort gegriffen. Also, es gibt endlich einen Langschwert-Kanal ohne DT, ohne Abonnenten und ohne Videos. Doch. Wie ich das jetzt genau weitermache, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich meine, man kann seinen Namen ja, seinen Kanal ja nicht umbenennen lassen. Man kann seine Videos nicht umlagern oder sowas. Und ich werde zumindest bei YouTube mal fragen, ob sowas technisch möglich wäre, weil mir ja beide Namen eigentlich jetzt gehören. Also ich wäre sehr gern ein Langschwert, weil ich in der gesamten Internetwelt, was auch immer ich mache, ich bin immer als Langschwert unterwegs und nur YouTube ist Langschwert mit DT. Das Langschwert, also der links, der gehörte vor 10 Jahren irgendeinem Holländer, der nie ein Video hochgeladen hat und der auch oft mal nie was gemacht hat. Und damals hieß es nur knapp, ein Name, der einmal vergeben wurde, der ist verbrannt, der wird auch nie wieder anderweitig vergeben. Jetzt stelle ich gerade fest, nach nur 10 Jahren, doch, offenbar doch. Ja, also ihr seht jetzt hier ein kurzes Einführungsvideo. Also dieses Video drehe ich jetzt gerade einfach für den als Startvideo für den Langschwert-Kanal. Das will ich da erstmal hochladen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch den Kanal Langschwert einfach schon mal zu bookmarken, zu abonnieren, was auch immer, damit der Kanal unglaublich wichtig wird. Ich fürchte allerdings, dass ich keine 5000 User darüber lagern kann. Mal schauen, was ich mit dem Kanal anfange, wie ich das verlinke. Ich hoffe ja, YouTube hat ein Einsehen und benennt meinen DT-Kanal um, aber wir werden sehen, was kommt. Jedenfalls schon mal wieder vielen Dank für eure Geduld und ich wünsche euch alles, was ihr mir auch wünscht.